Herzlich willkommen bei Kreativ Charlie. Während es draußen schneit, packe ich hier drin mein erstes Adventspaket aus. Ich habe mir nämlich einen Adventskalender gekauft mit 4 Paketen, für jeden Adventssonntag eines. Möchtest du dabei sein, wenn ich das Paket auspacke, wenn ich den Inhalt anschaue und ein erstes Projekt verwirkliche? Dann bleib dran und lerne die Welt von Sublimation mit Infusible Ink Produkten näher kennen. Ich mache jetzt hier nicht ein klassisches Anleitungsvideo, sondern ich nehme dich einfach mit, wenn ich meine Produkte auspacke und ausprobiere. Ich habe hier Infusible Ink Filzstifte, ein hitzebeständiges Klebeband, Infusible Ink Papier, 3 Kosmetikbeutel aus Polyester, also wunderbar sublimierbar, vorgefunden. Neben diesen Dingen, die ich schon kenne, habe ich noch etwas, was ich noch nicht kenne. Das ist ein Bogen, der ist wie Flockfolie. Und hier habe ich noch einen Bogen, irgendetwas Glattes. Da muss ich mal sehen, ob ich in der 9-seitigen Anleitung, die ich mir herunterladen konnte, etwas zu diesen Bögen finde. Ich habe mich für ein eigenes Projekt entschieden mit einer Qualle. Diese Datei, die ich hier gekauft habe, ist speziell. Da gibt es schon ein Offset in der Datei drin. Das Offset habe ich auf Schneiden stehen gelassen und die Qualle auf Zeichnen. Und so habe ich das Ganze dann an meinen Plotter gesendet. Und an meinem Plotter habe ich dann zuerst mal das Pinke, das Rechte, das wir vorhin im Bild hatten, auf dieses Sublimationspapier gelegt und geschnitten. Zur Schneideeinstellung mit meinem Broder STX, da habe ich den Halbschnitt gewählt, aber ich konnte da nicht auf Auto stehen lassen, sondern ich habe hier auf Plus 4 gewechselt, den Schneidedruck, damit mir das Papier auch wirklich gut geschnitten wurde. Bei Infusible Ink wird auch gespiegelt vor dem Schneiden. Bei der Qualle war es jetzt nicht nötig. Und hier kann ich nun das Ganze entgittern und das macht man am besten von Hand. Also da mit einer Pinzette oder so, das geht gar nicht so gut. Aber wenn man das etwas bricht, dann kann man das ganz schnell von Hand entgittern. Jetzt habe ich ja noch die Qualle, die ich zeichnen möchte. Ich habe mich entschieden, dass ich hier mit einem von diesen Stiften die Qualle zeichnen möchte. Und als ich diesen Stift hier in den Universalstiftehalter eingeführt habe, das ist übrigens der dickere Universalstiftehalter, der mit dem grauen Etikett, da habe ich dann gemerkt, dass der Stift gar nicht so richtig hält. Der ist dann einfach lose in diesem Stiftehalter gelegen und deshalb habe ich da mit etwas Klebeband den Stift da einfach eingepackt. Hier stelle ich meinen Stift noch ein, damit er gut passt und dann kann ich das Ganze zeichnen. Weil ich die Datei vorhin am PC schon bereits als Zeichnen markiert habe, kann ich jetzt hier auch Zeichnen wählen und muss hier auf die Position 2 auf der linken Seite den Hebel stellen und dann kann ich hier zeichnen. Beim Zeichnen zeichne ich mit dem Druck automatisch und das funktioniert dann wirklich gut. Nun habe ich also alles parat. Ich habe hier das Infusible Ink Papier, das ich ausgeschnitten habe. Ich habe die Zeichnung, die ich vom Plotter habe zeichnen lassen, wie gesagt auf normalem Kopierpapier. Und hier schneide ich jetzt mir noch aus diesem Papier 2 Ecken, die ich dann mit den Stiften noch bemalen kann. Und zwar nutze ich jetzt hier einen Pinsel mit Wasser, damit ich das aquarellartig auf diese Papierecken zeichnen kann. Da kann ich jetzt malen, wie wenn ich am Aquarell malen wäre. Und auch das übertrage ich dann später auf die Kosmetiktasche. Kann ich diese Kosmetiktasche vorbereiten. Ich habe hier eine hitzebeständige Matte, ein Backpapier hingelegt. Bei diesen Beuteln ist es nicht nötig, dass ich in der Tasche drin etwas einlege, aber wenn es andere Beutel wären, müsste man natürlich etwas in die Tasche legen, damit das nicht durchdrucken kann. Aber hier platziere ich einfach meine Papiere, also das Infusible Ink Papier und die beiden Ecken mit den Aquarellblasen drauf auf dem Beutel und befestige das Ganze
mit diesem hitzebeständigen Klebeband. Das ist schon noch wichtig, dass man das gut befestigt, weil wenn sich das auch nur ein wenig verschiebt, sieht man das nachher ganz gut auf dem Beutel. Hier habe ich jetzt gemäß Anleitung diese Presse eingestellt und entsprechend lang drauf gelassen. Und nachdem das Ganze abgekühlt ist, kann man das dann auch hier weglösen. Und du siehst, dass auch meine Zeichnung da wunderschön auf der Tasche sich abgezeichnet hat. Und nun lege ich noch die Zeichnung, die ich von meinem Plotter habe zeichnen lassen. Ich habe das noch etwas zugeschnitten, klebe es jetzt hier fest und übertrage es nochmals mit Hitze auf den Stoff oder in den Stoff. Die Farbe wird ja sublimiert, also das heißt, sie verdampft und verbindet sich dann mit der Oberfläche vom Stoff. Das Backpapier ist ganz wichtig. Wie du siehst, gibt es hier einen Abdruck, den möchte ich nicht an meiner Presse haben. Und hier ist bereits schon das Ergebnis von der Qualle. Und nun ist hier noch dieses unbekannte Stück, was im Paket drin war. Das war eine CAD Color Subliflock Matte. Und die habe ich jetzt hier zugeschnitten, etwas größer als mein Subli-Papier. Das ist das Infusible Ink Papier, das ich schon bei der Qualle verwendet habe. Und dann lege ich dieses Papier mit der farbigen Seite nach unten auf die Flockseite von diesem Bogen. Also da habe ich jetzt einfach die farbige Seite und übertrage die Farbe jetzt auf die Flock-Oberfläche von diesem CAD Color Subli-Flock. Wenn ich jetzt dieses Infusible Ink Papier abziehe, dann sieht man ganz schön, wie sich die Farbe da auf dieses Flockmaterial übertragen hat. Dieses Flockmaterial kann man mit der oder schneidet man mit der schönen Seite nach oben, also da wird nicht gespiegelt wie üblicherweise bei Flockfolie. Da habe ich jetzt einfach das so auf der Matte. Beim Schneiden habe ich Halbschnitt gewählt, weil ich ja unten auch noch eine Trägerfolie habe und habe dann aber den Schnitt auf 7 erhöhen, auf den Schnittdruck auf 7 erhöhen müssen und habe die Geschwindigkeit ziemlich runtergestellt. Und so konnte ich diese spezielle Flockfolie auch schneiden mit dem Plotter. Das zweite, was ich nicht gekannt habe im Paket, war diese Übertragungsfolie. Das ist eigentlich so eine hitzebeständige Übertragungsfolie. Sie nennt sich Magic Mask Flock. Und mit der konnte ich dann diese ausgeschnittenen Buchstaben auch auf den Beutel übertragen und mit der Presse dann auf den Beutel aufpressen. Diese Flockfolie sieht natürlich ganz anders aus als der Rest, was ich da gemacht habe. Also die Qualle, die ist ja im Stoff eigentlich drin, da steht nichts vor. Und der kleine Stern da und das Beautiful, das ich dann da drauf geschrieben habe, das gibt einen wunderschönen Effekt, weil das dann so samtig auf dem Stoff aufliegt. Und ich finde die Kombination eigentlich ganz schön, wenn man da so verschiedene Techniken miteinander kombinieren kann. Hier sieht man schön, wie die Flockfolie auf dem Stoff, die Infusible Ink Farbe aber im Stoff drin ist. Und von innen ist der Beutel schön sauber geblieben. Hat dir dieser Einblick gefallen in mein Adventspaket? Wenn ja, schreib's mir doch in die Kommentare, ob ich dann auch die weiteren Pakete zeigen soll. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine frohe Adventszeit und freue mich schon auf das nächste Video. Und tschüss!